Also weißt, dann hat er von mir ein paar Bockfurzen gekriegt. Fang doch das Arschloch bei meiner alten Statschel an. Ja, dem hätte ich auch ein paar sauber nicht gestört. Also ich stehe überhaupt nicht auf solche Matzen. Ja, jetzt hören wir mal zu. Jetzt werde ich mal sagen, was ich mag. Ja, also ich mag die mit viel Holz vor der Hütte und der Gerste. Das sag ich dir doch schon alle. Du schaust da bloß aber auf die Gaudi nackern und nachher hat es dich sauber auf die letzten. Weißt du was? Lieber ein Wampen vom Saufen als ein Bugel vom du Arbeiten. Bist vielleicht ein Hundling. Nichts da so, hast alle dein Gräfig. Das war nicht schon. Möchten die Gentlemen jetzt vielleicht ihr Essen bestellen? Ja, ihr habt ja eh bloß ein Greifi. Bringen Sie mal halt ein Pflanzl und nachher einen Jagerschwarz. Und mir? Ja, mir können so einen auszuzelten Haring bringen. Kann ich vielleicht irgendetwas für Sie tun? Das Greifezeug liegt mir gleich so im Magen. Ich glaube, das ist gleich verrückt. Ich muss gleich speiben. Es tut mir leid, aber ich verstehe kein Wort. Speiben muss ein Hospital. Oh, Stewardesse. Ich glaube, ich verstehe, was Sie sagen. Oh, gut. Er hat gesagt, dass er wohl ziemlich große Schmerzen hat. Oh. Und ob Sie ihm nicht bitte behilflich sein können. Ach, so gut. Sagen Sie ihm bitte, er soll ganz ruhig sein. Ich komme so schnell wie möglich mit etwas Medizin zurück. Geh, sei stark, sie hüft da gleich. Die Darin's ja schon bringt da was aus der Apotheke. Ich soll sie doch beeilen, ich kann's nicht mehr halten. Mir haut's doch gleich die ganze Soßen aus. Wo ist vielleicht Speim? Deswegen muss man nicht gleich einen krummen Hund passen, Depp Damischer. Immer dasselbe, wenn man jemandem helfen will. Und dann ist der Welt los.